Der Goldpreis auf Berg- und Talfahrt. Zunächst schwache Konjunkturdaten und scharfe Töne im Handelskonflikt. Das lässt den Goldpreis steigen. Doch dann die Phase 1 einer möglichen Einigung im Handelsstreit und der Goldpreis gibt deutlich nach. Aktien machen einen Riesensprung. Heißt das aber, dass Gold bei über 1.500 Dollar, sprich auf einem gut 6-Jahres-Hoch, dass das nur eine Episode war? Fragen wir Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumenroth. Guten Tag, Frau Herz. Ja, die Notenbanken senken weltweit die Zinsen. Das zahlt ja eigentlich schon mal auf Gold ein. Wird auch noch mal die EZB, wie man so mutmaßt, am Einlagenzins drehen? Ja, vielleicht einmal noch. Also es gibt über die Sinnhaftigkeit kann man sich streiten. Da hat sich ja die EZB schon selbst gestritten, gerade über die QE, über das Anleihenankaufprogramm, wo ja jetzt tatsächlich der Rat tief gespalten ist. Natürlich jetzt die Frage, Mario Draghi tritt ab Ende des Monats. Hat noch 2 Wochen, dann kann er in Italien die Rente genießen. Da hat sich ja in Frankfurt, hat sich ja, glaube ich, nicht so gerne aufgehalten, sondern war am Wochenende in mein Haus geflogen. Frau Lagarde vielleicht hier ein bisschen in Frankfurt, fühlt sich heimischer. Ist halt die Frage, was sie jetzt Schilde führt. Also sie gilt ja eher als jemand, der integriert, anstatt sich über die Bedenken der anderen Mitglieder hinwegzusetzen. Und die Analystengemeinde ist so ein bisschen gespalten. Also einige warten, es gibt vielleicht nochmal eine Einlagenzinssenkung auf minus 0,60. Aber ganz ehrlich gesagt gibt es jetzt auch mittlerweile viele, die meinen, dass die negativen Effekte dieser Dauernegativzinsen doch am Anfang die positiven Effekte zu überwiegen. Und da muss ich dann halt zeigen, inwieweit jetzt unter neuer Besetzung, sind auch einige neue Kollegen im EZB-Rat, oder müssen nachgewählt werden, inwieweit da noch eine Zinssenkung kommt. In der Theorie ist eine Zinssenkung oder wären Zinssenkungen grundsätzlich positiv für Gold. Aber ist das nicht längst wieder eingepreist und ist nicht der Handelsstreit, der vielleicht einer Lösung jetzt mal entgegensieht, ein Gegengewicht? Ja, so ein bisschen schon. Also natürlich, es gibt genau die 2 Gründe, warum der Goldpreis jetzt so stark angestiegen war im Sommer. Also für mich ist der Hauptgrund immer noch, dass die Zinsen, sieht man ja schön, gerade Anfang der Sommer, das ist normalerweise da besser Goldhandel als faul am Strand liegen, zeigt sich mal wieder ein Goldpreis, Gold schläft nicht. Mhm. Die Hauptgründe waren, also meiner Ansicht nach, der Hauptgrund ist eigentlich, dass die Zinsen weiter so ins Negative gefallen sind. Wir haben ja im Rekordnegativzinsen, also Rekord, ja 16 Billionen, glaube ich, Euro weltweit an Gegenwert. Anleihen, die negativ verzinst wurden, Firmenanleihen von Nestle und Siemens wurden negativ verzinst. 30 Jahre Bundes, also sämtliche Bundesanleihen negativ verzinst. In den USA sind die Renditen quasi von oben zum Boden runtergekracht. Wir haben letzte Woche sogar 3-monatige griechische Anleihen negativ verzinst gesehen. Da hätte man vor 6 Jahren sicherlich viel Geld gewinnen können, wenn man darauf gewettet hätte. Also Negativzinsen, Gold bringt keine Zinsen und dann hat Gold natürlich da den Vorteil. Der andere Grund war genau dieses sichere Hafen-Argument. Wir haben die Themen Brexit und wir haben insbesondere den Handelskonflikt, der auch jetzt die Aktien erstmal im Sommer unter Druck gesetzt hat. Jetzt sieht es ein bisschen entspannter aus. Das könnte natürlich Gegenwind bedeuten. Wir haben auch gesehen, dass die Renditen, also die Marktzinsen der Anleihen wieder gestiegen sind und das ist der Grund dafür, dass Gold jetzt so ein bisschen zurückgesetzt hat in den letzten Tagen. Nichtsdestotrotz, Juni, Juli und August sind gut gelaufen. Was prognostiziert Ihr Haus, zumal ja die saisonal starke Phase jetzt eigentlich gerade beginnt? Ja, definitiv. Normalerweise ist es im Herbst, jetzt gerade so Oktober, November, Dezember, da kann man immer drüber schmunzeln. Aber Heiratssaison in Indien, da wird Gold physisch gekauft. Wir haben natürlich auch jetzt so ein bisschen die beginnende Weihnachtssaison, was das physische Gold angeht. Und sagen wir mal, die Konflikte, die jetzt weltweit geopolitisch so vor sich hin köcheln, sind nicht weniger geworden. Gerade im Nahen Osten ist es ja so, dass wir da von anderen Lösungen sicherlich momentan recht weit entfernt sind. USA kommt der Vorwahlkampf, der jetzt schon ein Schlimmes befürchten lässt. Bedeutet, dass unsere Kollegen sind mittelfristig weiterhin positiv fürs Gold gestimmt, erwarten vielleicht Preise Richtung 1.575 Dollar innerhalb des nächsten Jahres. Ist nicht viel, also 100 Dollar höher oder knapp 100 Dollar als jetzt, aber immerhin. Also es gibt momentan aus unserer Sicht wenige Gründe dafür, dass der Goldpreis signifikant zurückgehen sollte. Es sei denn, dass wirklich Handelseinigung kommt, dass die Zinsen massiv steigen. Ansonsten weiter eher positiv gestimmt. Okay, also Handelseinigung und massiv steigende Zinsen sprechen gegen Gold, aber in einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit, sagen wir es so. Ja. Okay, wie kann man das besprochen jetzt umsetzen?
Also für diejenigen, die jetzt meinen, wir sind noch ein bisschen seitwärts, wir handeln ja jetzt am Chart, hast du es gerade gesehen, jetzt seit so ein paar Wochen ist ja nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Es ist ja ähnlich wie in den Aktienmärkten, es geht mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber wir hängen so ein bisschen fest. Die Wolle ist aber nichtsdestotrotz noch sehr hoch. Was bedeutet, dass inneren Optionsscheine im Kauf recht billig sind? Barrieren sind 1405 und 1585, da sind wir jetzt ein bisschen näher an der unteren Barriere dran. Wenn Anleger davon ausgeht, dass Gold eigentlich unterstützt ist und nach oben hin bei 1575 vielleicht wirklich Schluss ist, dann könnte er sich diesen inneren mal anschauen. Laufzeit ist der 6. Dezember, der Nikolaustag, also nicht so lange hin. Aber natürlich hohes Risiko, keine der beiden Barrieren darf berührt werden. Zwei Risiken auf einmal. Auf der anderen Seite ein Wave Unlimited Call, der schon mal eine Laufzeit Open End hat. Und einen Basispreis, der recht niedrig ist, aus heutiger Sicht. Ja, definitiv. Hebel ist immer noch trotzdem sehr hoch und 1311. Wir haben ja schon deutlich runtergehandelt im Mai diesen Jahres, April, Mai. Deswegen ist es auch nicht ganz ohne Risiko. Aber für Anleger, die bullisch sind und die eher einen Basispreis haben wollen, der ein bisschen weiter weg ist vom aktuellen Spot, vielleicht anschaubar, auch hier, die Basispreis hat nicht berührt. Okay, Michael Blumroth, vielen Dank. Gerne doch. $1,575, so erwartet die Deutsche Bank, könnte der Goldpreis demnächst bzw. im nächsten Jahr wieder kosten. Wenn nicht die Zinsen signifikant steigen und wenn nicht der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt oder Krieg komplett gelöst sein sollte. Im Moment sieht es eher danach aus, dass Gold so ein bisschen verharrt. Auch in den Aktienmärkten geht es eher mal rauf oder runter. Die Volatilität ist noch relativ hoch und das zahlt aber auf bestimmte Hebelprodukte ein.